Gestern in aller Früh habe ich von der Edith, unserer dienstältesten Mitarbeiterin, eine SMS gekriegt. Heini, wir sind auf der Titelseite der Sonntagskrone. Und? Sonntagskrone? Und wir sind die Titelseiten. Die Edith, voller Stolz. Und auch unsere Leute freuen sich drüber, dass wir da irgendwie Hauptdarsteller sind. Und Politiker reden ja viel. Und sie reden vor allem in den letzten Corona-Monaten wahnsinnig viel über die Regionalisierung der Wirtschaft, die wir ja wirklich dringend nötig hätten. Die Wirklichkeit ist allerdings so, dass Amazon, Alibaba, Zalando und allen voran China die großen Gewinner der Corona-Krise sind. Die zahlen alle miteinander keine Steuer. Und jetzt ist so, die einzige Möglichkeit, die wir zurzeit haben, regionale Wirtschaft zu unterstützen, heißt regional einkaufen. In Wirklichkeit braucht man Rahmenbedingungen, wo das Handwerk und die fleißigen Leute nicht bestraft werden, sondern wo die anderen, die internationalen Konzerne, die Steuern zahlen und unsere Leute begünstigt kehren. Weil, wenn wir nur mehr 1% der Schuhe selber machen, die in Österreich verkauft werden, seid mir nicht böse. Für mich ist das ein Symbol einer kranken Gesellschaft. Der Werner Kogler hat eins begriffen. Wer von Regionalität in der Wirtschaft redet, soll handeln. Und in dem Fall hat er gehandelt und hat bei uns Waldviertel gekauft. Und das, wollte ich sagen, ist vorbildlich. Und das heißt aber, wer Waldviertler unterstützen will, muss Waldviertler kaufen. Und wir versprechen Folgendes: Waldviertler tun deinen Füßen gut und uns auch. Das meint im Ernst, euer Heini Staudinger.